Die Sanierung dieser alten Gefängnistrakte stellt die Anstalt vor große Herausforderungen. Denn die Gefangenen müssen während der Bauarbeiten in anderen Teilen der JVA untergebracht werden. So war es zumindest geplant, doch weil die Anstalt seit Jahren an der Grenze zur Überbelegung arbeitet, geht dieser Plan nicht mehr auf. Das Justizressort braucht eine andere Lösung. Wir haben zu viele Gefangene, die können wir gerade mal unterbringen. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten innerhalb der Anstalt, deshalb müssen wir jetzt Containerunterkünfte schaffen. Statt in Ausweichgebäuden wie beispielsweise hier in der U-Haft sollen die Gefangenen also in Containern untergebracht werden. 12 Millionen Euro soll das zusätzlich kosten. Hintergrund ist der stetige Gefangenenzuwachs in der JVA. Die Zahl der Häftlinge ist von 512 im Jahr 2015 kontinuierlich auf 642 im Jahr 2019 gestiegen. Und dieser Anstieg der Gefangenenzahlen ist ein bundesweiter Trend. Deshalb kann Niedersachsen auch keine Bremer Gefangenen mehr aufnehmen. Hier sollen die Container hin auf den Sportplatz der Justizvollzugsanstalt. Und es können nicht irgendwelche Blechkisten sein. Wir brauchen Spezialcontainer, dass Leute da auch nicht abhauen können. Die müssen durchstichsicher sein, die müssen ausbruchsicher sein. Es ist geprüft worden, ob man vorhandene Container nutzen könnte und umbauen. Das ist dann aber noch deutlich teurer, als wenn wir die standardmäßig produzieren lassen. Mit den zusätzlichen 12 Millionen für die Spezialcontainer würden die 2008 geplanten Sanierungskosten der Anstalt von ursprünglich 47 auf rund 59 Millionen Euro steigen. Die Weichen dafür sollen bereits morgen im Senat gestellt werden. Sobald wir den Senatsbeschluss haben, werden wir eine europaweite Ausschreibung dafür auf den Weg bringen. Ich vermute mal, dass das Ganze im Sommer startet. Nach den zusätzlichen Sanierungsmillionen für den Flughafen und dem überraschenden Millionendefizit beim kommunalen Klinikverbund Geno, jetzt also auch noch massiv gestiegene Kosten bei der Sanierung der JVA. Alles Millionen, die Bremen in den kommenden Jahren irgendwie zusammenkratzen muss. Keine leichte Aufgabe für die rot-grün-roten Haushaltspolitiker. Jens Eckhoff ist bei uns. Er ist Mitglied der CDU, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und dort Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses. Schönen guten Abend, Herr Eckhoff. Schönen guten Abend, Herr Kummer. Wo soll denn dieses Geld nun wieder herkommen? 12 Millionen Euro zusätzlich für die JVA? Das wird die rot-grün-rote Koalition zusammensuchen müssen aus Mitteln, aus vielleicht Steuermehreinnahmen in diesem Jahr, aus entsprechenden Beschlüssen für die nächsten Jahre. Das ist im höchsten Maße ärgerlich, dass wieder was aufploppt. Wir haben in den letzten beiden Haushalts- und Finanzausschusssitzungen uns schon mit zwei Vorgängen beschäftigen müssen. Jetzt tatsächlich wieder ein Millionenloch. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass die ganzen Sachen jetzt nach der Bürgerschaftswahl alle aufploppen und ausgerechnet alle in SPD-Ressorts. Ja, wir werden morgen werden wir sehen, ob es diesen Senatsbeschluss geben wird. Der wird Ihnen dann ja im Haushaltsausschuss auch noch mal vorgelegt. Wie werden Sie damit umgehen? Werden Sie den durchwinken oder werden Sie zumindest Krawall machen? Naja, wir werden schon als Opposition kritische Fragen stellen. Aber es ist dann so, die Opposition hat in dem Gremium keine Mehrheit. Normalerweise sieht dann die Abstimmung tatsächlich so aus, dass die Regierungskoalition es dann beschließen, teilweise auch mit kritischen Diskussionen, auch mit kritischen Nachfragen. Das gestehe ich den Haushältern der Koalition durchaus zu. Aber normalerweise werden dann solche Mehrausgaben einfach auch beschlossen. Mhm. Häufig ist das koalitionär vorgeklärt. Was bedeutet denn das für all die Reformvorhaben, die Rot-Grün-Rot sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat? Wir haben ja schon angesprochen, was für dicke Baustellen da erstmal zu bewerkstelligen sind. Das ist eben die JVA, das ist die Geno, das ist der Flughafen. Das ganze Geld ist ja dreimal schon ausgegeben. Ja, die Spielräume werden deutlich enger und man muss sich sicherlich fragen, warum ist dieses nicht zumindest, also wenn es vor der Wahl nicht dem Wähler verraten werden sollte, wieso hat man es offensichtlich auch nicht mal in den Koalitionsverhandlungen auf den Tisch gelegt? Also Rot-Grün muss es eigentlich gekannt haben. Auf jeden Fall haben es die SPD-Ressorts gekannt. Und die Linken sind irgendwie, da hat man langsam das Gefühl, halb über den Tisch gezogen worden. Weil diese Probleme jetzt im Wochentakt sie neu treffen. Und Sie haben es angesprochen, alleine 80 Millionen Sanierungsbedarf, Flughafen, Geno. Das Loch wird von Woche zu Woche größer. Das heißt, für Sie war das alles schon früher absehbar und ploppt jetzt nicht erst auf, da es auch vermeldet wird? Naja, man sieht ja jetzt hier, die Entwicklung der Häftlingszahlen ist seit spätestens 2017 bekannt. In Ihrem Beitrag sogar schon seit 2015.
Und man hätte zumindest dann in den Haushaltsberatungen 2017, als wir uns damit beschäftigt haben, mal anmerken sollen, dass dieses Konzept, was man vorhat, vielleicht gar nicht funktionieren kann. Wir haben das sehr intensiv in den Haushaltsberatungen diskutiert. Vom Ressort kam gar nichts. Es ist gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Die Häftlingszahlen sind lange offensichtlich bekannt. Man hat da uns sozusagen auch was vorgemacht. Und dieses wird man in den Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss entsprechend diskutieren müssen, warum das so passieren konnte. Der Haushalt für die Jahre, die kommenden zwei Jahre, ist ja auch noch gar nicht fertig. Den gibt es wahrscheinlich erst im Sommer. Wir sind gespannt, ob da überhaupt ein verfassungskonformer Haushalt bewerkstelligt werden kann. Sie werden auch ein Auge drauf haben. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Herr Eckhoff. Herzlichen Dank für die Einladung.